Willkommen bei Video 4.2. Wahrscheinlich werden es einfach nur zwei sehr lange Videos hier in Kapitel 4. Wir machen jetzt ein bisschen Translationsinvarianz. Also 4.1, da ging es ja um diese Approximationseigenschaften des Lebesgue-Maßes. Jetzt machen wir ein bisschen was Neues, nämlich Translationsinvarianz und Bewegungen. Also wie immer, Rn ist der Grundraum, Lambda n ist unser Maß, und also das Lebesgue-Maß, und die messbaren Mengen bezeichnet man eben gern als L oder auch Ln. Das soll die Sigma-Algebra dazu sein. Und wir verwenden immer wieder, dass die Borel-Mengen des Rn, ich lasse das Rn mal weg, dass die eine Teilmenge der Sigma-Algebra sind. Also das ist jetzt so ein bisschen das Setting, in dem wir uns immer bewegen. Es kommt mir jetzt auf die Translationen an, zunächst mal. Später Bewegungen, aber erstmal nur Translation. Eine Translation ist eine Abbildung, die, ich bin gar nicht sicher, ob die einen Namen kriegt bei mir, eigentlich nicht. Nenne ich sie mal T. Aber später wird t was anderes sein. Eine Translation, und zwar um den Vektor a, ist eine Abbildung, die x wirft auf x plus a. Und Sie können so eine Abbildung natürlich auch auf Mengen anwenden. Und wenn Sie auf eine Menge, ich mache mal wie üblich die Mathematikerkartoffel, wenn Sie diese Bewegung mit diesem Vektor a hier, also so viel nach rechts, so viel nach oben, das ist der Vektor a, wenn Sie diese Translation auf diese Menge, sagen wir mal A, anwenden, dann landet die eben ein Stück weiter hier oben. Also hier, das ist t klein a von groß A, diese Menge wurde dahin bewegt. Und wir beschäftigen uns ja mit dem Messen von Mengen. Die sollte gleich aussehen. Ich sehe jetzt, die ist ein bisschen kleiner geraten, ja, aber soll natürlich dieselbe Menge sein, sozusagen bis auf die Bewegung. So, und wenn wir die jetzt messen, dann erwarten wir, dass das Lebesgue-Maß von dem TA von A gleich dem Lebesgue-Maß von A ist. Und das ist auch tatsächlich wahr. Das kann man ganz einfach daran sehen, dass wir ja über die Quader das Lebesgue-Maß definiert haben. Ja? Also machen wir mal Beweisskizze dazu. Also ich schreibe Beweis, aber es ist eigentlich wirklich nur eine Skizze. Wir überdecken A mit Quadern. Also zu A finden wir Quader QJ, abzählbar viele, sodass das Maß von A gut approximiert wird durch die Summe. Na, jetzt habe ich wenig Platz, durch die Summe über alle J-Maße der Quader QJ. Das Maß von A ist das Infimum darüber, also kleiner gleich stimmt immer. Und worauf es mir also ankommt, ist, das ist größer gleich das minus Epsilon. Ja, also ich kann Quader finden, sodass die Quadersumme, wenn ich das A überdecke, beliebig wenig größer ist als das. Ja, steht diese Quadersummen. Die Quadersumme ist kleiner gleich das Maß von A plus Epsilon. Also ein kleines bisschen größer ist sie natürlich, aber eben nicht viel. Und dann nehmen wir einfach die, sozusagen hier waren Quader, die das A überdeckt haben, irgendwie in geschickter Art und Weise. Und jetzt nehmen wir einfach die verschobenen Quader, die sitzen jetzt hier, und überdecken mit dem TA. Wähle TAQJ für TA von groß A. Ja, das soll die Beweisskizze sein, Ende hier. Also wir können ja die Quader, die wir bei der Menge genommen haben, dann für die verschobene Menge wieder nehmen, beziehungsweise wir nehmen natürlich die verschobenen Quader da drüben. Also das ist relativ klar, dass Lambda n ein Translationsinvariantes Maß ist, so ist dann der Name. Lambda n
ist ein translationsinvariantes Maß. Ja, und gemeint ist genau das, für jede messbare Menge A, und wenn wir jetzt ganz präzise sind, dann sagen wir, für jede messbare Menge A ist auch TA von A messbar und das Maß ist eben genau dasselbe. Und das Ganze gilt für jedes klein a, für jede Verschiebung klein a im Rn. Also das war jetzt Translationsinvarianz, die Definition, und Lambda n ist eben Translationsinvarianz. Und jetzt kommt der tolle Satz, der lautet im Wesentlichen, auf dem Rn gibt es nur ein translationsinvariantes Maß, nämlich das Lebesgue-Maß. Daran sind jetzt zwei Sachen falsch, was ich vorneweg, bevor wir den Satz beweisen, erklären möchte. Das eine ist, es gibt andere translationsinvariante Maße, nämlich zum Beispiel, ich könnte, also die Gegenbeispiele oder die Beispiele für translationsinvariante Maße, die ich jetzt gebe, sind triviale Maße. Trivial in dem Sinne, ich könnte zum Beispiel sagen, μ von jeder Menge a gleich 0 für alle a in der Borel-Sigma-Algebra. Ich werfe einfach alles auf die 0. Das ist ein Maß. Und das ist translationsinvariant, klar, weil das Maß von der verschobenen Menge wieder 0 ist. Also dasselbe. Also es ist ein ziemlich langweiliges Beispiel. Sie könnten auch noch, ein zweites triviales Beispiel, Sie könnten auch noch nehmen μ von a, damit wir mal noch dieses ziemlich triviale Maß auch noch an der Tafel stehen haben hier in der Vorlesung. μ von a ist 0 für a gleich 0, also a die leere Menge. Klar, das muss ja so sein, das ist eine der Eigenschaften vom Maß. Und dann setzen wir es gleich plus unendlich für a ungleich leere Menge. Ja, das geht auch, ist auch ein Maß und ist auch translationsinvariant. Gut, wir können jetzt, obwohl die beiden Maße translationsinvariant ist, ist nicht wahr, dass die genauso aussehen wie das Lebesgue-Maß. Aber die zwei Maße interessieren uns natürlich nicht. Aber jetzt als ein nicht triviales Beispiel nehme ich mal, μ ist einfach 2 mal Lambda n. Also gemeint ist, μ von irgendeiner Menge a, vielleicht schreibe ich es mal lieber wieder so auf, analog dazu, ist einfach 2 mal Lambda n von a. Also ich multipliziere einfach mit dem Faktor 2. Das Lebesgue-Maß. Das ist dann auch translationsinvariant. Also es ist, fällt hier in die Kategorie, ist auch ein translationsinvariantes Maß, ist nicht das Lebesgue-Maß. Naja gut, aber es ist halt ein Vielfaches vom Lebesgue-Maß. Und der nächste Satz soll eigentlich sagen, im Wesentlichen, also die Voraussetzung sieht ein bisschen komplizierter aus, aber im Wesentlichen sagt er, dass ein translationsinvariantes Maß kann nur die Form haben. Entweder ist es so ziemlich pathologisch, das ist die eine Möglichkeit, wie 1 und 2 das andeuten. Oder es ist eben ein Vielfaches vom Lebesgue-Maß. Es muss nicht das Lebesgue-Maß selbst sein, aber bis auf eine Konstante ist es dasselbe. Und das ist jetzt eben der wichtige Satz 4.3, den wir dann übrigens auch noch für weitere Berechnungen des Lebesgue-Maßes benutzen werden. Ja, also wir werden dann damit argumentieren, wie sich das Lebesgue-Maß unter Bewegungen verhält. Das ist ganz interessant, dass man also für Translation Eindeutigkeit beweist und daraus kann man dann schließen, wie sich das Lebesgue-Maß unter Bewegungen verhält. Also es kommt jetzt Satz 4.3 und das ist die Eindeutigkeit des Lebesgue-Maßes. Also das ist natürlich jetzt nicht wohl definiert, Eindeutigkeit des Lebesgue-Maßes. Wir müssen hinschreiben, welche Forderungen wir haben. Also macht es vielleicht mal so, sei μ ein anderes Maß. Jetzt müssen wir aufpassen, deswegen habe ich auch hier diese kleine Wiederholung gemacht. Was soll denn messbar sein? Wir könnten natürlich uns ein Maß ausdenken, wo fast nichts messbar ist. Ja? Der Raum der messbaren Mengen ist sehr klein. Das wollen wir nicht. B, das seien alles messbare Mengen. Also sein μ
ein, und das schreibe ich jetzt in der Form, ein Borel-Maß. Und das heißt, alle A in B sind messbar für dieses Maß μ. Und μ sei translationsinvariant, klar, darüber reden wir gerade. Translationsinvariant. Und es gelte noch, jetzt müssen wir diese pathologischen Fälle ausschließen. Das möchte ich jetzt mal, ich mache es ein kleines bisschen anders als Forster. Ich möchte es ein bisschen anschaulicher machen. Ich möchte mir hier so eine Epsilon-Kugel anschauen. Das ist die Epsilon-Kugel um 0. Und ich möchte haben, dass diese Epsilon-Kugel um 0, also einerseits nicht das Maß 0 hat und andererseits nicht das Maß unendlich hat. Ja, das gehört zu diesen zwei pathologischen Fällen. Das soll nicht im ersten Fall hätte die Epsilon-Kugel das Maß 0, im zweiten das Maß unendlich. Und das soll beides nicht der Fall sein. Also, und für ein Epsilon, es reicht, wenn es für irgendein Epsilon gilt, gelte das μ von der Epsilon-Kugel um die 0. Ist irgendeine Zahl, aber zwischen 0 und endlich, sprich weder 0 noch unendlich. So, kurz aufhorchen immer, b epsilon von 0. Warum ist denn das überhaupt messbar? Naja, es ist eine offene Menge und offene Mengen sind alle in der Sigma-Algebra der Borel-messbaren Mengen. Also ist es messbar, also ist es sinnvoll, das so hinzuschreiben. Und unter diesen Voraussetzungen gibt es ein C0, ja? Das C0, das ist auch wieder zwischen 0 und unendlich. Und das ist das C0, was ich hier im dritten Fall angedeutet habe. Es könnte ja nur bis auf einen Faktor übereinstimmen. Dieses C0 sagt, dann gibt es C0, sodass das Maß μ ist dasselbe wie Lambda n bis auf den Faktor C0. Ich schaue mal schnell drauf, dass nicht, dass ich das C0 andersrum schreiben wollte. Hier habe ich es gar nicht hingeschrieben. Aber ich glaube, es ist so, naja, ich schlage es mal sicherheitshalber noch auf, das C0 ist auf der Seite, ja. μ ist C0 mal Lambda n. Ist natürlich genauso zu verstehen für jede Borel messbare Menge A, die Sie hier einsetzen können, ist μ von A gleich C0 Lambda n von A. Das ist die Aussage des Satzes und obwohl die Voraussetzungen hier ein bisschen länglich wirken, kann man doch, glaube ich, guten Gewissens sagen, das Lebesgue-Maß ist das einzige translationsinvariante Maß auf dem Rn. Gemeint ist hier natürlich ein Maß auf dem Rn, ne? μ ist ein Maß auf dem Rn. Genau, das ist die Aussage des Satzes und den beweisen wir jetzt. Beweis des Satzes. Der funktioniert für den größten Teil des Beweises sehr, sehr anschaulich, sozusagen konstruktiv. Ganz am Schluss müssen wir nochmal mit dieser Messbarkeit und den Borel-Mengen arbeiten, aber das ist dann nur ein kleiner Schritt am Schluss. Also, der größte Teil funktioniert einfach. Nämlich, wir starten erstmal, aber Schritt für Schritt. Sei Q eine natürliche Zahl, und dann die sei hinreichend groß. Und zwar so groß, dass der Würfel WQ, nenne ich den, das ist der Würfel 0, 1 durch Q hoch N. Ja, das ist also, ich will das nicht runterziehen, ich nehme hier so einen ganz kleinen Würfel, der geht von 0 bis 1 durch Q und nach oben bis 1 durch Q. Dass dieser Würfel in der Epsilon-Kugel ist. Der ist in der Epsilon-Kugel von 0. Ich könnte es jetzt natürlich auch explizit angeben. Das hat irgendwas mit, naja, ich will es gar nicht ausreden. Im Zweidimensionalen ist es 1 durch Q mal Wurzel 2 muss kleiner sein als Epsilon. Und im Höherdimensionalen müssen Sie nicht Wurzel 2, sondern Wurzel n nehmen. Ich denke, das kommt dann hin. Aber das wollen wir uns jetzt gar nicht überlegen. Für Q groß ist es jedenfalls in der Epsilon-Kugel drin. Gut.
Und das bedeutet, dass das Maß, also μ ist das Maß, was wir nicht so genau kennen. Lambda n ist das Maß, was wir kennen. μ, da wissen wir erstmal nichts drüber. Aber das Maß von diesem WQ-Würfel ist dann, ich habe den jetzt offen gemacht, jetzt sollte ich überlegen, ob ich den nicht lieber halb offen mache. Ja, ich mache den lieber halb offen, so wie wir es ja immer gemacht haben. Das heißt, dass das Maß dieses WQ-Würfels kleiner ist oder gleich, wissen wir noch nicht, als die B-Epsilon-Kugel um 0 und damit aber kleiner als unendlich. Also das Maß von so einem Würfel ist eine Zahl, könnte aber doch 0 sein. Aber es ist ja so, dass wir, wenn wir den WQ-Würfel jetzt ganz oft nehmen und ganz oft nebeneinander setzen, ich deute das mal hier so an, wenn wir den endlich oft nebeneinander setzen, dann überdecken wir ganz B Epsilon. Ja, andererseits, das mache ich jetzt ruhig mal ein bisschen, ich nenne es mal pseudomathematisch, weil ich schreibe nicht alles ganz ausführlich hin, aber dass wir ein bisschen sehen, was man jetzt rechnen muss. Andererseits, für gewisse Faktoren AJ aus dem Rn, und zwar endlich viele, ist das B Epsilon andersrum jetzt doch enthalten in der Vereinigung all dieser Translate TAJ von diesem WQ. Und das ist die Vereinigung über die endlich vielen J. Jetzt habe ich so ein bisschen mathematisiert, sage ich mal, aufgeschrieben, was ich hier meine. Sie nehmen jetzt endlich viele von den Würfeln. Dafür ist es jetzt gut, dass ich da die eckige Klammer gemacht habe, dann können Sie die passend nebeneinander setzen, sonst müssten Sie die mit Überlappen nehmen. Gut, kommt also nicht so drauf an, aber mit endlich vielen sind alles translatierte Würfel, können Sie die ganze Kugel überdecken. Die können Sie jetzt also sogar disjunkt machen, aber auch darauf kommt es nicht an. Wir können jetzt sofort rechnen, wegen der Subadditivität, dass das Maß der B-Epsilon-Kugel um 0 kleiner gleich der Summe der Maße dieser translatierten TAJ von WQ, dieser translatierten kleinen Würfel sind. Das ist einfach die Subadditivität von μ. μ ist ja ein Maß. Und jetzt kommt der Punkt, dass μ ein translationsinvariantes Maß ist. Das heißt, das Maß von dem translatierten Würfel ist dasselbe wie das Maß von dem Würfel selbst. Und das Maß vom Würfel selbst, na gut, das ist jetzt also, nenne ich mal groß n, wenn das n solche Würfel waren, dann ist das n mal Maß von diesem Q-Würfel. Und was sehen wir daraus? Wir sehen daraus, dass das Maß von dem Q-Würfel größer gleich dieses Maß geteilt durch n ist. Und das Maß von der Epsilon-Kugel ist aber nicht 0. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall, das Maß dieses WQ-Würfels ist größer als 0. Also das n können wir dafür ja vergessen. Das Maß ist größer gleich 0. Größer, echt größer als 0. Und es ist jetzt sogar so, wir können es auch genauer ausrechnen. Wir können auch W1 überdecken. Also W1 ist jetzt, die Definition steht ja schon hier, von W1, also der Einheitswürfel, ist ja eine Überdeckung mit, so wie, mit wie viel WQ-Würfeln? Ich brauche Q in die erste Richtung, Q-Würfel, dann Q in die zweite und so weiter. Also Q hoch N Würfeln. Also mit Q hoch N Würfeln, und gemeint sind jetzt hier Translate von solchen Würfeln WQ. Insofern mache ich da mal Anführungsstrichen hin. W1 wird mit Q hoch N Würfeln WQ überdeckt. Wieder disjunkt. Also hier ist sogar wichtig, dass es disjunkt ist. Und damit ist das Maß des Einheitswürfels gleich Q hoch N mal, mit derselben Rechnung jetzt eigentlich, Q hoch n mal dem Maß des WQ-Würfels. Und diese Zahl, die ist mein C0, denn
Das Maß des Einheitswürfels ist 1 und hier steht das Maß des Einheitswürfels, also ist das Maß des Einheitswürfels genau C0. Also diese Zahl hier, Maß vom Einheitswürfel, definiere ich als C0. Und diese ganze Rechnung war eigentlich vor allem dafür gut, um zu sehen, dass C0 tatsächlich in 0 unendlich ist, sprich weder 0, das haben wir hier ausgeschlossen, noch unendlich, das haben wir hier oben ausgeschlossen. So, das ist jetzt die Zahl C0. Und ja, mit der wollen wir jetzt das Ergebnis zeigen. Also Behauptung μ gleich C0 Lambda n mit diesem C0. Also wir wissen schon, sollten wir vielleicht mal festhalten, für W1 stimmt das. Also μ von W1 ist C0 mal Lambda n von W1. Ja, weil Lambda n von W1 gleich 1 ist. Das ist diese Produktregel. Das ist 1 mal 1 mal 1. Und das haben wir ja, so haben wir ja C0 definiert. Also das wissen wir. Wir wissen aber auch noch, dass das für den WQ-Würfel auch gilt. Also weil einfach der 1-Würfel wird ja aus diesen Q hoch n WQ-Würfeln zusammengesetzt. Also das Lebesgue-Maß des WQ-Würfels ist genau 1 durch Q hoch n. Und das μ-Maß des Q-Würfels ist C0 durch Q hoch n. Also stimmen die beiden genau überein. μ von WQ ist C0 Lambda n von WQ. Und mit diesem Argument, das habe ich jetzt hier zwar für dieses erste WQ, was wir ganz am Anfang gewählt haben, gemacht, aber das WQ haben wir am Anfang so gemacht, so gewählt, dass es da in der Epsilon-Kugel liegt. Aber dieses Zerlegen des W1-Würfels in Q hoch n WQ-Würfel, ja, die nebeneinander gesetzt werden und das ausfüllen, das kann ich ja für beliebiges Q machen, also für jede natürliche Zahl Q. Also das gilt sogar für alle Q aus n. Ja, das ist also eine extra Überlegung. Am Anfang haben wir Q festgesetzt und für das gerechnet, aber diese Rechnung W1 kann zerlegt werden in die WQ-Würfel, können Sie ja für jedes Q machen. Aus dieser Aussage, dass auf WQ-Würfeln das schon mal stimmt, kriegen wir jetzt sofort, dass es auch für alle Würfel mit rationalen Kantenlängen gilt. Aber ich muss ein bisschen Platz schaffen. Also jetzt sogar, die Formel gilt sogar für Würfel mit rationalen Kantenlängen. Also sei WR, R aus Q, ein Würfel mit rationalen Kantenlängen. Also ist ein bisschen doppelt gemoppelt, ja, hier steht ja schon R in Q. Es hat also eine rationale Kantenlänge. Dann ist das R ja von der Form irgendein P durch irgendein Q. Ja, jede rationale Zahl ist ja von der Form. Aber dann ist also WR ist dann eine Vereinigung, und zwar eine disjunkte Vereinigung von, und zwar P hoch n Würfeln oder Translaten, besser gesagt, Translaten von Würfeln WQ. Ja? Und dann, weil diese Additivität für beide Maße gilt, ist sowohl das μ-Maß von dem WR gleich, ja, das ist dann eben P hoch n durch Q hoch n μ-Maß WQ. Ja, und das μ-Maß WQ für den WQ-Würfel wissen wir es ja schon. Also, es ist ja irgendein Q, jetzt könnte neues Q sein. Deswegen habe ich festgehalten, es geht für jedes Q. Also für jedes Q steht hier unten, ist das μ-Maß von WQ gleich C0 Lambda-Maß von WQ, Lambda-N-Maß von WQ, den Vorfaktor nicht vergessen, Pn durch Qn. Und jetzt geht es eben rückwärts, das C0 muss ich abschreiben,
Aber ansonsten steht hier, weil ich eben den R-Würfel durch so Q-Würfel zusammensetze, und zwar so viele davon. Habe ich das jetzt richtig stehen? Ich glaube, hier ist jetzt. Ich habe hier, sehen Sie, es ist falsch, was da steht. Also entweder muss ich hier den 1-Würfel durch WQ, durch Q hoch N teilen, oder ich muss das weglassen und schreiben, mal müde von WQ-Würfel. Eigentlich wäre es der Logik halber besser, wenn ich sagen würde, P hoch N der Q-Würfel, P hoch N der Q-Würfel, und P hoch N mal der Q-Würfel ist dann genau der R-Würfel. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schlimm. Also ich habe den WR-Würfel durch Q-Würfel aufgefüllt, und zwar P in jede Richtung. Und dann ist also P hoch N mal der Q-Würfel-Ding. Für die Q-Würfel habe ich diese Gleichung schon gezeigt, und dann gilt auch das. Also die Gleichung, die da unten steht, ich schreibe sie nochmal ab, gilt auch für R-Würfel, also beliebige rationale Würfel mit rationalen Kantenlängen. Lambda n WR. Okay, jetzt gilt es für alle Würfel, und daraus wollen wir jetzt schließen. Und jetzt müssen wir eben in diesem letzten Schritt dieses Beweises, müssen wir eben doch nochmal überlegen, wie war denn eigentlich die Konstruktion? Ja, die Konstruktion ist so, dass jede, ich argumentiere mal mit dem äußeren Maß wieder, also das äußere Maß, und das ist jetzt definiert zu diesen, indem ich weiß, was auf jedem Würfel geschieht. Für jeden Würfel, so haben wir das Lebesgue-Maß auch konstruiert, für jeden so halboffenen Würfel wissen wir, was das Lebesgue-Maß ist, nämlich die Produkte der Kantenlängen. Ah, ich habe den Schritt jetzt ausgelassen. Ich mache es nur mündlich. Das gilt jetzt auch für Quader. Ich habe hier nur für Würfel gesprochen. Aber wenn Sie Quader nehmen mit rationalen Kantenlängen, dann können Sie dasselbe machen. Ja, Sie nehmen einen kleinsten Nenner, also einen kleinsten Nenner Q, und nehmen mit diesem Q-Sätzen mit Würfeln zusammen. Also auch für Quader mit rationalen Kantenlängen gilt das auch. Gut, dann wissen wir auf den Quadern, was das μ macht, nämlich es ist C0 mal Lambda n. Dann ist auch das äußere Maß zu μ, das erfüllt dann auch, ja, das äußere Maß ist ja einfach definiert, Sie nehmen das Infimum über alle abzählbaren Überdeckungen und die Summe der Quadervolumina. Dieses äußere Maß ist gleich, naja, es ist genauso wie das äußere Maß dazu definiert. Das ist also das. Jetzt ist aber μ ein Maß auf der Sigma-Algebra B. Also insbesondere ein Prämaß. Und bei Prämaßen gilt, haben wir gesehen, dass die Einschränkung von μ Dach, von dem äußeren Maß, auf die Sigma-Algebra der messbaren Mengen, dass das dasselbe ist wie μ selbst. Also μ könnte jetzt auch noch auf einer größeren Menge definiert sein, aber μ auf den Borel-Mengen ist das μ-Hut eingeschränkt auf die Borel-Mengen. Und das ist aber gerade C0 Lambda n Hut auf den Borel-Mengen, und das ist C0 Lambda n. Ja gut, jetzt müsste ich auch sagen, auf den Borel-Mengen. Das heißt, hier steht jetzt μ gleich Lambda n bis auf den Faktor C0. Den Satz habe ich jetzt leider weggewischt. Wie habe ich den formuliert? Ich hoffe, genauso wie da. Für alle Borel-Mengen gilt, dass das μ von der Borel-Menge gleich Lambda n von der Borel-Menge ist. Das werde ich dann im Video noch überprüfen, ob es genauso dastand, sonst schreibe ich noch einen Kommentar drunter. Gut. Also wir haben jetzt gezeigt, das einzige translationsinvariante Maß auf dem Rn ist das Lebesgue-Maß, bis auf Faktoren.
Und das werden wir jetzt noch im letzten Schritt, im vierten und letzten Schritt dieses vierten Kapitels benutzen, um das Verhalten unter Bewegungen auszurechnen, also wenn ich nicht nur translatiere, sondern auch noch drehe.